Geflüster Entspannung von Sophia. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz entspannenden Video mit der Frage, was ist in meiner Sommertasche? Beziehungsweise, was sind so die Dinge, wenn man Urlaub hat oder auch gerade im Sommer, die auf jeden Fall mit sollten? Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber mein Hund. Jo, mein Kleiner. Okay. Kommen wir zu der Strandtasche, beziehungsweise Sommertasche, Festivaltasche oder Rucksack. Halt gerade im Sommer, wenn man eben sagt, man geht morgens aus dem Haus, man geht vielleicht nur shoppen, aber dann trifft man Leute, die sagen, hey, das ist ein cooles Festival. Dann geht man damit aufs Festival und abends dann vielleicht noch etwas essen, dann feiern. Und um auf das alles vorbereitet zu sein, habe ich hier halt ein paar Dinge in meiner Tasche bzw. Rucksack. Und fange hier mal an. Da haben wir zum einen jetzt, ganz, ganz wichtig, einen Hut. Ich bin nämlich sehr empfindlich, was Sonne angeht. Und deshalb habe ich auf jeden Fall hier einen Hut dabei. Also, wenn ihr auch empfindlich im Kopf seid, einfach so einen Hut hier zusammenfalten, rein in die Tasche. Nimmt nicht viel Platz weg. Dann habe ich als nächstes, weil man ja auch immer nicht so genau weiß, wie das Wetter jetzt wird. Und wie gesagt, wenn man morgens losgeht und es ist schön, man bleibt aber den ganzen Tag weg, dann finde ich es auch immer sehr, sehr praktisch, wenn man auch mal irgendwie sowas drüber halt hat. So einen dünnen Pullover oder sowas. Und ja, dann natürlich, ich ziehe einfach mal, gucken, was kommt. Genau. Dann habe ich auch immer dabei Desinfektionsmittel. Denn gerade wenn man unterwegs ist und vielleicht die Bedingungen im Bad nicht so toll sind, dann nehme ich immer noch mal anschließend Desinfektionsmittel für die Hände. Dann habe ich als nächstes, das mag jetzt vielleicht den ein oder die andere verwundern, aber ich habe tatsächlich immer so eine Kopf- oder Stirnlampe mit. Die ist einfach sehr, sehr praktisch, finde ich, wenn mal das Handy vielleicht den Geist aufgibt und da die Taschenlampe oder weil die Batterie oder eben Akku alle ist. Oder wenn man halt die Hände frei haben muss. Ich habe das halt noch so aus Südafrika, wenn man eben nachts wandern geht, dass man da halt die auf dem Kopf hat und dann die Hände frei zu haben. Braucht man jetzt vielleicht so in der Stadt nicht unbedingt. Ist aber halt immer noch so in meinem Rucksack drin. Okay. Dann habe ich natürlich ein Portemonnaie und das ist halt ein ganz, ganz kleines eben, passt aber trotzdem alles rein und nimmt aber halt nicht so viel Platz weg. Das finde ich wirklich praktisch. Also ich achte halt auch immer drauf, dass ich
möglichst platzsparend unterwegs bin. Das schont ja auch den Rücken, wenn man nicht so viel schleppen muss, und ist eben ganz gut, wenn man halt immer nicht so viel dabei hat. Ich habe ja nun auch einen recht kleinen Rucksack. Ich habe natürlich auch größere Rucksäcke und Handtaschen. Aber ich möchte jetzt ja auch nicht so aussehen, als sei ich irgendwie voll bepackt. Dann habe ich als nächstes diese Schatulle, Schachtel, Make-up, sowas, Verpackung. Und ich bin ja nun recht hell. Wenn ich aber mal ein Make-up haben möchte, was so ein bisschen dunkler ist oder einfach so ein bisschen so einen sommerlichen Bronzeton, dann habe ich hier dieses Make-up mit. Es kommt allerdings öfter vor, dass ich dann mal den Spiegel benutze, wenn ich dann irgendwie eben Lipgloss oder sowas in Auftrag oder die Haare nochmal mache, weil die total vertütelt sind nach dem Tanzen. Sowas halt. Genau. Und das war's jetzt mit der großen Tasche. Ich zeige euch dann gleich noch, was in meinen beiden Seitentaschen sind. So wie vorne. Was ich allerdings auch sehr, sehr praktisch finde, das ist die Tatsache, dass hier drin nochmal eine kleine Tasche eingenäht ist. Und genau. Und da packe ich dann halt rein Handy oder noch eben Kreditkarte. Solche Dinge, bei denen ich Angst habe, dass sie dann eben geklaut werden könnte, falls doch mal irgendjemand hier die Tasche aufmachen sollte, den Reißverschluss, der zum Rücken geht, wie gesagt. Aber falls, dann gibt es hier halt nochmal eine extra Tasche. Genau, nochmal extra abgesichert. Ja, und jetzt bin ich gespannt, in einer dieser Taschen hier befindet sich noch Make-up und in der anderen mehr so technisches Zeug. Machen wir weiter mit dieser Tasche hier. Ich bin gespannt, was drin ist. Das ist die Make-up-Tasche. Hier habe ich erst einmal drin eine Nagelfeile. Einfach, wenn man mal irgendwie die Hände, die Fingernägel ein bisschen ankratzt und dann hier irgendwie so einen Kratzer drin, dann kann man das direkt ausgleichen. Dann habe ich oft mit dem Nagellack, den ich auch drauf habe, einfach, wenn wenn hier eben auch was abkratzt, dann kann man schnell wieder drauf tuschen. Dann habe ich mit einem Lipgloss. Das ist einer, den hatte ich auch schon mal in einem Video von mir vorgestellt. Warum, das zeige ich euch gleich. Der hat nämlich hier so eine ganz, ganz weiche Bürste. Da
manche eben so ganz, ganz zart über die Lippen rüber. Macht Spaß und fühlt sich gut an. Genau. Dann habe ich... Dann habe ich immer mit so ein kleines Parfum. Einfach, wenn man dann auch noch mal abends feiern geht oder sowas, dann hat man immer was mit. Und es ist halt so eine kleine Probe, damit man eben auch wieder nicht zu viel mitsteppen muss. Das gleiche gilt für die Sonnencreme. Da nehme ich auch immer so ganz, ganz wenig mit, um eben nicht zu viel mitzuschleppen. Genau, das ist jetzt so eine 50er Sonnencreme. Dann habe ich auf jeden Fall auch immer mit einen Mascara, um dann nochmal nachzutuschen, wenn der Abend vielleicht doch ein bisschen länger dauern sollte. Okay. Pep sei verziehen. Er ist ja auch ein Mann und ich glaube, beim Thema Mascara hat er vielleicht nicht so ganz Bock drauf. Aber wir kommen noch zu anderen Themen. Genau, das ist auf jeden Fall drin. Dann habe ich hier so eine ganz, ganz kleine Mini-Bürste. Die gehört eben zu dem Make-up, das ich vorhin gezeigt habe. Und dann ganz viele Haargummis. Falls mal irgendwie eins verloren gehen sollte, hat man ein zweites. Und oft braucht ja auch eine Freundin mal ein Haargummi. Genau. Und dann habe ich noch eine Tasche. Das ist jetzt hier die kleine Tasche, die ich hier noch vorne habe. Und da habe ich dann natürlich auch noch etwas drin. Was jetzt aber auch nicht schlimm wäre, wenn das geklaut wird. Hier drin noch Taschentücher. Aus demselben Grund auch wie das Desinfektionsmittel. Man weiß ja nie, was kommt, was man braucht oder wenn mal ein Drink verschüttet wird, so hat man immer Taschentücher dabei. Beim Festival ist es auch irgendwann egal. Da können 1000 Drinks verschüttet werden. Und ist dann halt so. Aber wenn man für andere Gelegenheiten mal ein Taschentuch braucht, dann ist es immer gut, das dabei zu haben. Genau. Und dann habe ich noch mit. Pflaster, genau. Das ist einfach auch noch so ein Überbleibsel aus Südafrika. Dass man halt, wenn man irgendwo unterwegs ist und über einen Stein stolpert, dass man dann halt ein Pflaster dabei hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so wirklich braucht, wenn man in der Stadt unterwegs ist, aber wie gesagt,
geht ja im Sommer eben auch darum, auf alles vorbereitet zu sein. Und deswegen denke ich, Pflaster damit zu haben, kann ja nicht verkehrt sein. Es gibt ja auch so Sprühpflaster, die finde ich auch sehr, sehr gut. Da war mir das dann aber auch einfach zu groß, das mitzunehmen. Und hier dabei habe ich dann auch noch so ein Tape ist hier auch noch dabei, um Blasen halt vorzubeugen. Genauso ein Antiblasenpflaster. Ja. Und dann habe ich noch zu guter Letzt, aber ganz, ganz wichtig, diese kleinen Klammern hier. Denn wenn man zum Beispiel seine SIM-Karte auswechseln muss, dann braucht man bei manchen Handys, muss man da halt so reinpicken, um die rausholen zu können. Das ist bei meinem Handy zum Beispiel auch blöderweise der Fall. Und aus dem Grund habe ich halt immer so kleine Klammern dabei. Die nehmen ja auch keinen Platz weg und ich wurde witzigerweise auch schon 2-3 Mal gefragt, ob ich nicht irgendwie etwas dabei hätte, um die SIM-Karte auszuwechseln. Da waren die Leute auch immer ganz erstaunt, wenn ich dann halt das hier hervorgeholt habe. Genau. Ja, meine Lieben. Der Rucksack ist leer. Den Inhalt habe ich euch gerade vorgestellt. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt zu hören, was in euren Sommertaschen immer so auf jeden Fall dabei ist, was ihr dabei habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video für euch hilfreich sowie entspannend war. Und wünsche euch schon mal einen wunderschönen Sommer. Eine tolle Zeit draußen. Und bis zum nächsten Mal.